Hallo und herzlich willkommen. Das ist unser heutiges Muster. Es ist ein wunderschönes Muster für ein Dreieckstuch, welches aus kleinen Blumen und dem Solomonknoten bzw. Liebesknoten besteht. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Es besteht eigentlich aus zwei Reihen, die stets wiederholt werden. Wie es geht, sehen wir uns jetzt an. Ich werde fürs Video Nadelstärke Nummer 3 verwenden und ganz feines Acrylgarn. Ihr sucht euch das passende Garn und die passende Nadelstärke für euch aus. Es geht los mit 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und diese Luftmaschen schließe ich jetzt zu einem Kreis, indem ich in die erste Masche einsteche und mir den Faden durch beide Schlingen, die ich auf der Nadel habe, hole. Es folgen 3 Luftmaschen und diese zählen als ein ganzes Stäbchen. Und nochmal 2 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1 und das zweite. Und mit der Luftmaschenkette habe ich jetzt 3 ganze Stäbchen. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1, 2 und das dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1, 2, 3. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen im Kreis häkeln. 1, 2 und das dritte. Ich habe jetzt insgesamt 4 mal je 3 ganze Stäbchen gehäkelt. Ich wende die Arbeit. 3 Luftmaschen. Und zwischen den Stäbchen ist eine Lücke. In diese Lücke 3 ganze Stäbchen häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. 2 Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen derselben Lücke häkeln. 1, 2 und das dritte. So, und jetzt kommt der erste Liebesknoten. Dafür ziehe ich meine Schlinge lang. Mein Mittelfinger und mein Daumen sind zwischen der Schlinge und dem Garn. Ich hole mir das Garn, den Faden, durch die Schlinge. Und dadurch, dass meine Finger zwischen Schlinge und Garn sind, ist eine Lücke entstanden. Ich steche in diese Lücke ein, hole mir den Faden nach vorne und habe jetzt 2 Schlinge auf der Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese 2 Schlingen. Unser Liebesknoten ist fertig. Hier haben wir die ganzen Stäbchen mit der Lücke in der Mitte und in diese Lücke häkle ich jetzt eine Blume. Diese Blume besteht aus 3 Knospen. Ein Umschlag, in die Lücke einstechen, den Faden nach vorne holen und langziehen. 2. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 3. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Nun hole ich mir den Faden durch alle Schlingen, die ich auf der Nadel habe. 1 Luftmasche, um das Ganze abzusichern und noch 1 Luftmasche. Die erste Knospe ist fertig. 1 zweite Knospe in derselben Lücke. Nochmal. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 2. Umschlag, in dieselbe Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 3. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Den Faden durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind, ziehen. 1 Luftmasche, um das abzusichern. Und noch 1 Luftmasche. Die 2. Knospe ist fertig und jetzt folgt noch 1 3. Nochmal. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 2. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. 3. Umschlag, in die Lücke einstechen, Faden nach vorne holen, langziehen. Den Faden durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind, ziehen und 1 Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Unsere Blume ist fertig. Und jetzt häkeln wir rückwärts. Jetzt kommt ein Liebesknoten wieder. Dafür die Schlinge langziehen. Mittelfinger und Daumen sind zwischen der Schlinge und dem Faden. Ich hole den Faden durch die Schlinge, zwischen den Fingern. Dort, wo die Finger sind, ist 1 Lücke. In diese Lücke einstechen.
den Faden nach vorne holen, zwei Schlingen sind auf der Nadel, den Faden durch diese zwei Schlingen ziehen. Unser Liebesknoten ist fertig. Hier haben wir die ganzen Stäbchen und eine Lücke in der Mitte. In diese Lücke drei ganze Stäbchen. Eins, zwei, drei. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen derselben Lücke häkeln. Das erste, das zweite und das dritte. Das war die erste Reihe. Arbeit wenden und jetzt Reihe 2. Es geht wieder los mit drei Luftmaschen. In der Lücke zwischen den ganzen Stäbchen drei ganze Stäbchen häkeln. Eins, zwei und drei. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen derselben Lücke. Eins, zwei und das dritte. So, in der ersten Reihe haben wir einen Liebesknoten gemacht. Jetzt machen wir zwei. Ich ziehe die Schlinge lang, hole mir den Faden durch die Schlinge. Nun steche ich in die Lücke, hole mir den Faden nach vorne. Zwei Schlingen sind auf der Nadel. Ich hole mir den Faden durch diese zwei Schlingen. Das ist der erste Liebesknoten und es folgt noch ein zweiter. So, hier haben wir jetzt die Blume. Ich steche zwischen der ersten und der zweiten Knospe und häkel eine feste Masche. Eine Luftmasche. Nun steche ich zwischen der zweiten und dritten Knospe und häkel auch dort eine feste Masche. Und es wird wieder rückwärts gehäkelt. Das heißt, zwei Liebesknoten. Der erste und der zweite. Und ich beende die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins, zwei, drei, zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen derselben Lücke. So, und das sind die zwei Reihen, die stets wiederholt werden. Häkeln wir die zwei Reihen noch einmal zusammen. Ich wende meine Arbeit. Drei Luftmaschen. Hier ist die Lücke zwischen den Stäbchen. Drei ganze Stäbchen in der Lücke häkeln. Eins, zwei, drei. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das erste, das zweite und das dritte. So, jetzt häkeln wir wieder Reihe 1. Hier machen wir einen Liebesknoten. Und jetzt folgt die Blume mit den drei Knospen. Hier haben wir die zwei Liebesknoten aus der letzten Reihe. Und diese zwei Knoten werden durch eine Masche in der Mitte verbunden. Und in diese Masche häkle ich jetzt die Blume. Der erste Umschlag, ich steche in die Masche ein, hole mir den Faden nach vorne und ziehe den lang. Zweiter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Dritter Umschlag, in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, lang ziehen. Den Faden durch alle Schlingen, die auf der Nadel sind, ziehen. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern und noch eine Luftmasche. Die erste Knospe ist fertig. Ich häkle eine zweite Knospe in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das abzusichern und noch eine Luftmasche. Und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln.
und eine Luftmasche, um das abzusichern. Unsere Blume ist fertig. Es folgt ein Liebesknoten. Und hier haben wir die Blume und über der Blume haben wir feste Maschen gehäkelt. Hier steche ich in die Mitte und häkel eine neue feste Masche. Und wieder ein Liebesknoten. Und hier haben wir die nächsten zwei Liebesknoten aus der letzten Reihe. In der mittleren Masche, die die beiden Knoten verbindet, wird jetzt wieder eine Blume gehäkelt. Das heißt, drei Knospen in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern und noch eine Luftmasche. Die erste Knospe ist fertig. Eine zweite Knospe in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das abzusichern und noch eine Luftmasche. Und eine dritte Knospe in derselben Masche. Und eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Ein Liebesknoten. Und hier haben wir die Lücke zwischen den ganzen Stäbchen. Die Reihe wird beendet mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke. Eins. Zwei. Und das dritte. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke häkeln. Das war die erste Reihe. Arbeit wenden und jetzt Reihe 2. Drei Luftmaschen. In der Lücke drei ganze Stäbchen. Eins. Zwei, drei. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Eins, zwei und das dritte. So, in der ersten Reihe hatten wir einen Liebesknoten gehäkelt. Jetzt häkeln wir wieder zwei. Der erste und der zweite. Hier haben wir die Blume. Zwischen der ersten und der zweiten Knospe eine feste Masche häkeln und eine Luftmasche. Zwischen der zweiten und dritten Knospe eine feste Masche häkeln und wieder zwei Liebesknoten. Der erste und der zweite. Hier ist die nächste Blume. Zwischen der ersten und zweiten Knospe eine feste Masche häkeln und eine Luftmasche. Zwischen der zweiten und der dritten Knospe eine feste Masche häkeln. Und wieder zwei Liebesknoten. Eins und der zweite. Und ich beende die Reihe wieder mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Das erste, das zweite und das dritte. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Die zweite Reihe ist fertig. Diese zwei Liebesknoten, die wir häkeln, sind die Knoten, die unsere Zunahmen werden. Das heißt, machen wir diese zwei Reihen noch einmal zusammen. Ich wende meine Arbeit. Drei Luftmaschen. Nun häkel ich wieder die erste Reihe.
In der Lücke drei ganze Stäbchen. Eins, zwei und das dritte. Zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen derselben Lücke. Eins, zwei und das dritte. So, jetzt wieder Reihe 1, das heißt hier einen Liebesknoten. Und hier haben wir jetzt eine Blume, zwei Blumen und jetzt werden wir drei Blumen häkeln. Hier sind die zwei Liebesknoten aus der letzten Reihe. In der Mitte ist die Masche, die beide Knoten verbindet. Und hier häkeln wir unsere erste Blume. Eine Knospe in der Masche zwischen den Liebesknoten häkeln. Eine Luftmasche, um das abzusichern und noch eine Luftmasche. Eine zweite Knospe in derselben Masche häkeln. Eine Luftmasche, um das abzusichern, noch eine Luftmasche und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Eine Luftmasche, um das abzusichern. Jetzt folgt ein Liebesknoten. Hier haben wir die Blume und über der Blume die festen Maschen. In der Mitte eine feste Masche häkeln und wieder ein Liebesknoten. Und hier sind die zwei Liebesknoten aus der letzten Reihe. In der Mitte haben wir die Masche, die beide verbindet. Hier wird wieder eine Blume gehäkelt. Drei Knospen in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das abzusichern und noch eine Luftmasche. Die erste Knospe ist fertig. Eine zweite Knospe in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das abzusichern, noch eine Luftmasche. Und eine dritte Knospe in derselben Masche häkeln. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Jetzt wieder ein Liebesknoten. Hier haben wir die Blume und über der Blume haben wir die festen Maschen. In der Mitte eine neue feste Masche häkeln. Und wieder ein Liebesknoten. Hier haben wir die zwei Liebesknoten aus der letzten Reihe. In der Mitte ist die Masche, die beiden Knoten verbindet. Hier kommt die nächste Blume hin. Das heißt drei Knospen in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das abzusichern. Und noch eine Luftmasche. Die erste Knospe ist fertig. Eine zweite Knospe in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern und noch eine Luftmasche und eine dritte Knospe in derselben Masche. Eine Luftmasche, um das Ganze abzusichern. Ein Liebesknoten. Und die Reihe wird beendet mit drei ganzen Stäbchen in der Lücke zwischen den Stäbchen. Eins, zwei und das dritte, zwei Luftmaschen und nochmal drei ganze Stäbchen in derselben Lücke. Die erste Reihe ist fertig. Wir sind mit einer Blume losgestartet, dann hatten wir zwei und jetzt haben wir drei. Häkeln wir die zweite Reihe noch einmal zusammen. Arbeit wenden. Und wieder
3 Luftmaschen, in der Lücke 3 ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das ist jetzt die zweite Reihe, also häkle ich jetzt 2 Liebesknoten. Der erste und der zweite. Und hier habe ich die Blume. Zwischen der ersten und der zweiten Knospe eine feste Masche häkeln und eine Luftmasche. Zwischen der zweiten und der dritten Knospe eine feste Masche häkeln. Und wieder 2 Liebesknoten. Hier ist die nächste Blume. Zwischen der ersten und der zweiten Knospe eine feste Masche und eine Luftmasche. Zwischen der zweiten und der dritten Knospe eine feste Masche und wieder 2 Liebesknoten. Hier ist die nächste Blume. Zwischen der ersten und der zweiten Knospe wieder eine feste Masche und eine Luftmasche. Zwischen der zweiten und dritten Knospe eine feste Masche. 2 Liebesknoten. Und die Reihe endet mit 3 ganzen Stäbchen in der Lücke. Zwei Luftmaschen und nochmal 3 ganze Stäbchen in derselben Lücke. Das sind die 2 Reihen, die wir stets wiederholen. Man kann das Muster auch schon sehen. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Muster. Ich persönlich mag es wirklich sehr gerne. Es geht leicht von der Hand. Spätestens nach ein paar Reihen werdet ihr sehen, es ist gar nicht schwer. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Nach ein paar Reihen, wenn es größer wird, haben wir dann dieses wunderschöne Ergebnis. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo. Es folgen noch viele weitere schöne Muster. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.